Herzlich willkommen zum Let's Play Anything Channel. Ich bin M-Stars und das ist mein erstes Solo-Projekt. Wir spielen nämlich Dead Space 1. Dead Space 1, was ist das für ein Spiel? Ist ein Spiel voller Zombies, Blut, schweren Waffen, Raumschiffen, knapper Luft und wenig ausgeleuchteten Räumen. Von Dead Space gibt es mittlerweile schon einen zweiten Teil, den ich aber nicht spielen werde, da ich Dead Space 1 noch nicht durch habe. Dead Space 1 werden wir halt gemeinsam durchzocken. Wem die ganze Story aus dem ersten Spiel jetzt noch nicht so aufschlussreich wirkt, der kann sich zusätzlich noch den Anime-Film angucken. Der spielt nämlich exakt vor dem ersten Teil, ja. Und der Film hört da auf, wo das Spiel anfängt. So, das ist genug geredet jetzt. Jetzt fangen wir mal an. Ich spiele das ganze Spiel auf Mittel, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie schwer es dann tatsächlich nur wird. Und wir beginnen halt mit dem Intro. Viel Spaß. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Beeindruckend. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura. Hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr? Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Pro... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben in die Hölle! Fahren Sie die Schilde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Im Magnetfeld sind Sie irre. Sofort abbrechen. Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark! Sind alle okay?
zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Bevor wir jetzt den ersten Schritt auf die Ishimura machen, mache ich an der Stelle erstmal einen Break und es geht im nächsten Part weiter. Freut euch schon mal.